Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video machen wir ein Super Mario Odyssey Quiz und teste dich. Hier oben seht ihr noch ganz kurz die Dings, den Link. Ich weiß, niemand braucht es, aber trotzdem. Und ja, ich würde sagen, wir machen heute dieses Quiz. Und wir reden jetzt gar nicht mehr lange drum, sondern beginnen mal mit dem Quiz. Ratet auch gerne dort unten in den Kommentaren mit. Könnt auch gerne sagen, wie viele Punkte ihr am Ende habt. Das Ganze hat 20 Fragen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen. Also, welche Farbe haben die Monde aus dem Küstenland? Oh fuck. Ich bin farbenblind. Oh Gott. Also ich weiß, dass sie irgendeine Farbe blau sind, aber ich weiß nicht, ob das jetzt lila ist oder hellblau. Ich kann es euch nicht sagen. Ich gehe mit lila. Okay, also, welche Form haben die Münzen aus dem Küstenland? Die sind pyramidenförmig. Lila Münzen. Musikvideo vom Freitag. Wo gibt es diese lila Münzen? Das sind, glaube ich, diesem verlorenen Land. Dann welches Outfit kann man im Seeland kaufen? Das Schwimmer-Outfit. Dann, wo trifft man auf Cappy? Im Hutland. Warum greift einen Faustezoomer an? Faustezoomer? Ah, das ist der Wüstenboss. Faustezoomer greift nicht an, weil er dumm ist und draufhauen will. Weil er denkt, dass man den Ring der Einheit gestohlen hat, weil er zu Hause gehört, weil er die Kälte verursacht hat und das Wüstenland kalt behalten will. Das dritte, weil er denkt, dass man den Ring der Einheit gestohlen hat. Dann, wie viele Power-Ups gibt es? Wahrscheinlich Power-Ups, ne? Power-Monde gibt es? 999. Wo findet man dunkelblaue Monde? Das ist, glaube ich, im Forstland. Wie gesagt, ich bin farbenblind. Was bewegt der Retro 8-Bit Mario Amiibo? Da erhält man, glaube ich, das Outfit vom 8-Bit Mario. Kann ich ansonsten hier auch ein Bild anblenden, aber vielleicht. Dann was hat Bowser vor? Er will die Länder ausrauben, er will Peach heiraten, er will Mario nerven. Er will gar nichts, da der Bösewicht King Karut ist und das Spiel in Wahrheit DKC6 ist. Nee. Er will Peach entführen und das Pilzkönigreich beherrschen. Er will Peach heiraten. Wie heißen die Boodles? Lemmy, Larry, Ludwig, Iggy, Morton, Roy, Randy. Das sind die ganz normalen Bowser-Schergen. Dann Topper, Harriet, Spiro, Drango. Topper, Spiro, Danny, Luke. Es gibt keine Boodles. Natürlich das zweite. Gegen wen kämpft man zuletzt im Forstland? Pikachu, Florobot, Bowser, Mecha, Flori, Blumenschrauber. Ich glaube, der heißt Mecha, Flori, aber es könnte auch Florobot sein. Dann, wo schützt die Odyssey ab? Sidland und Kaskadenland? Nee. Odyssey wird mit einem Y hinten geschrieben. Oh lol. Verlorenes Land in Land und Ruinenland, Seeland und Wüstland, Hutland, Bausesland. Hier, aber das ist auch ziemlich witzig. Dann welches dieser Gegner-Dinge kann man nicht kapern? Fleisch, Gumba, Reißverschluss, Kugelwilli, man kann alles kapern. Wo trifft man erstmals auf Hotels? Mondland, Vulkanland, Schlemmerland, Verlorenes Land oder Bausesland? Im Schlemmerland. Dann, wie viele Münzen kostet das Skelett-Outfit? 9.999 Münzen. Dann, wer ist das? Ein Oktopus, Octonaut, Kunibert von Krag, Herr den Meer oder Bowser? Das ist Kunibert von Krag. Wer bringt die Odyssey kurz vor Bowsers Land zum Absturz? Bowser, ein Sturm, der Drache, Herr der Blitze, der Chefguck, Cappy versehentlich. Natürlich ist es der Drache. Wie heißt Cappys Schwester? Capin, Hattie, Tiara, ihr hat keine Schwester, es ist Tiara. Und wo befindet sich der letzte Multimond? Auf der stockfinsteren Seite, Bowsers Land, Hutland oder Pilzkönigreich? Bei mir war es jetzt zumindest der
war's die Beachvolleyball Challenge, aber damit ist da wirklich der vorhergesehene letzte Mond gemeint. Und der befindet sich auf der stockfinsteren Seite, meine lieben Freunde. Und ich sehe gerade, das Video ist ziemlich klein. Deshalb habe ich mir das Ding jetzt noch nicht angeschaut, die Auswertung. Wartet, ich mache mir kurz zu. So, und jetzt mach ich noch eine Challenge. Wenn ich mehr als weniger als 17 Punkte habe, dann werde ich am Donnerstag ein Video hochladen, wo ich irgendeine Challenge mache. Ich weiß noch nicht was. Das sehen wir dann noch. Und dann würde ich mal sagen, schaue ich jetzt nach, was ich habe. Ich habe 19 von 20 Aufgaben richtig. Was habe ich falsch? Richtig. 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 Oh Gott, das ist auch richtig. Richtig. Ah, damit wir. Es gibt eine Unsichtbarkeit in Mallorysi. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe auch kein Amiibo, deshalb konnte ich es euch nicht sagen. Also, ja. Das war dann wohl das Video. Ne? Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamitendo. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.